Hallo Leute, hier ist euer Petrus. Und der Basti. Und wir sind die Halo WG. Heute mit der Episode 4 von Basti Coach bei Petrus. Und wir haben Basti reingeschickt in die Spielliste Team Throwdown. Sein Skill war mal wieder abartig. Ja, das dem Skill entsprechend, seiner Konkurrenz entgegentretend. Ja, viel Spaß beim Video. Natürlich live kommentiert. Der Anfang ist es quasi nur so ein kleines Special nebenher. Wünsche mir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ja, und lacht mich nicht so arg aus, bitte. Ich bin zu schnell. Also, wir dürfen gespannt sein. Wir dürfen gespannt sein. Ja. So, ja. Echt zu race, also. Fällt mir gerade die Map, aber gut. Ja, ich wollte nicht King of the Hill und ich wollte nicht Capture the Flag. Ich sehe die Gegner schon, Alter, die geben dir übel. Ach, die paar Anfänger da. Ich bin bestimmt der schlechteste von allen. Ja, schau mal, wie. Minus KD. Ihr dürft euch auf eine wunderschöne Episode freuen. Basti kriegt tierisch auf die Fresse die vierte. Die vierte Episode. Wenn ich gewinnen sollte, dann musst du was machen. Das überlege ich mir noch. Oh. Da kann ich ja ganz beruhigt sein. Wart's nur ab. Aber warte, das ist doof, weil du musst mir Tipps geben. Wenn ich verlieren sollte, musst du was machen. So. Oh. Oh, jetzt wird's spannend. Und nein, du nimmst mir nicht den Controller aus der Hand. Ich bin, also bei Coach, bei Petrus bin ich echt so kurz davor, ihm den Controller wegzunehmen und sagen, lass mich mal machen. Es bringt echt nix. Beleuchtung wird generiert, jawohl. So, wir spielen King of the Hill. Was muss ich da machen? Und in den Hügel rein. Wie war das nochmal? Rechts hinten schießen, alles klar. So, gleich da, grüner links Knopf war Schwert, wenn es die Leute noch nicht mitgenommen haben. Doch, haben sie schon mitgenommen. Grüner Knopf war springen, okay. Da gucke ich, da laufe ich. Ne, ah, das Schwert ist unter dir. Du hast eine Granate hoch. Komm, der ist ein Hoshi, der kann nichts. Rechts von dir. Die sind im Hügel. Die sind nicht in den Hügel rein. Sollen wir jetzt finishen, alle finishen. Und ab in den Hügel. Ich glaube, ihr kriegt nicht doppelte Punkte, wenn ihr alle drin seid. Der Hügel, denkt dran, dass er nach 1 Minute 20 wechselt. Los, hilft denen von da oben, die werfen Granaten. Ja, links steht noch einer. Genau, und ab in den Hügel. Kommt, die sind keine von denen mal rein. Kommt. Oh, scheiße. Also, so schlecht stelle ich mich bis jetzt nicht an, finde ich. Das sind auch die ersten 20 Sekunden. Ja, das passt doch. Das sollte ewig bis das spawnt. Ja, competitive, mein Freund. Blau steht drin. Führung verloren. Dann muss ich schneller auf Play reingehen. Wo schießt der auf mich? Drüben, wo schießt der noch? Der war gegenüber. Ja, der war doch aber auf meiner. Das sind zwei Spots, die ich sage. Ja, der kam erst gerade in dem Moment von hinten. Sorry, Team in Führung, so gehört sich das. Zieh, ich hab die zwei gesehen. Gleich reinschießen. Ja. Okay, und gleich in den Hügel rein. Der sind noch 33 Sekunden, das sind eure. Lass die mal die Arbeit machen und du gehst in den Hügel. Ist wahrscheinlich besser so. Nein, so, Nate da oben wieder rein. Nee, das sollst du da oben rein, Nate. Bleib im Hügel stehen. Und schön hin und her laufen. Vor Nates weglaufen. Hinter dir. Ah, passt schon. Eine gute, solide Führung. Ja, ich hab den abgelenkt, dass die anderen auf ihn schießen können. Das war mein Ziel. Hast du gut gemacht. Ja, das war pure Absicht. So, jetzt würde ich auch mal nach Waffenspawns gucken. Wir müssen gleich spawnen. Der Hügel ist in 2 Sekunden. Geht rüber auf den Block da hinten hoch. Geh mal geradeaus. Hä, ist der gleiche Hügel wieder? Ne, ist da oben. Oh, diesmal haben wir mit Skill rüber gesprungen, ey. Ah! Jetzt hast du doch gesehen, dass diese zwei, die da oben schon bemerkt haben. Die haben schon eine Nade runtergeworfen. Ich glaube, da gibt's kein Radar. Aber die haben dich gesehen. Kann nicht sein. Doch, ich war hinter der Wand. Nein. Die haben Wallhack. Ihr seid zu viele hier. Nate mal quer die Map. Oh, da sind immer noch welche drin. Das ist nicht eure Zeit. Da muss Attacke an der Mann. Ich ging auf den Hill. Siehst du, die erste Nate hat gesessen. So, gleich oben rein. Da ist einer mit Schwert vielleicht. Ja, der hat ein Schwert. So, ein bisschen aufpassen. Hinter das Schwert. Sie halten. Aber geh auch in den Hügel rein. Ducken. Was drückst du für Knöpfe? Das weiß ich selber nicht genau. So, hinter dir mit Schwert, Achtung.
Bleib im Hügel! Sie halten den Hügel. Ey, wenn du verlierst. Guck mit der BA wieder rüber, du hast einen hinter dir, das passt. Siehst du, da drüben ist schon wieder einer. Und guck mal rechts zum Lift. Ne, okay, wieder runter. Oh, das war ein guter Hügel für euch. Ja, den Puss ist gegen. Hilft den da drüben, hilft den da drüben. Ne, drüben, andere Seite, drüben. Bin nämlich gerade geschossen. Gegner habt ihr? Hier kommt so, als hättest du keinen Gegner. Ich bin einfach nur so ab fucking high skilled. Tatsächlich viel Gegner. Gut gemerkt. Nächster Hügel ist da drüben, wo er gerade stand. Also guck mit der BR darüber. Also ich wollte doch aber jetzt erst noch mal ein Ding anfordern. Ach, scheiß auf das Ding. Oh, das war doof! Egal, weiter! Das ist ein sehr schnelles Spiel, ein competitive Spiel. Springer links hoch. Ah, Mist, der hat die Snipe schon. Granate. Was du für Granaten wieder wirfst? Echt unter dir. Achso, ich glaube, der hat die Snipe. Hügel übernommen. Basti! Um Himmels Willen! Oh, da kommen ein paar. Mach jetzt, ich hab keine Granaten. Egal, deine Leute die helfen, sind hier im Hüll. Im Hill. Ich will ihn hier runtertroppen, deswegen kann ich ihn nicht runtertroppen. Oh, bist schon unten. Ja, aber es ist egal, weil deine Gegner waren im Hügel, du hast dich quasi abgelenkt, du hast deinen Job wieder gut gemacht. Das war pure Absicht. Sei doch. Ja. Aber deine Gegner haben immer noch die Snipe da unten. Jetzt nehme ich mal hier was mit. Das da. Anfrage bestätigt. Guck mal hinter dich, ob da das Schwert wieder gespawnt ist. Ja, an sowas muss man mitdenken. Ne? Einmal frei machen wir das. So, und jetzt geh unten rum, du hast ein Schwert, also versuch durchs Haus nach oben zu pushen. Guck hier geradeaus, was da ein Sniper ist, stell nach rechts weg. Schneller, in Bewegung. Rechts, rein, du sollst nach rechts gehen. Und jetzt da hoch dann. Erst schon mal kurz links gucken, ob sie links kommen. Nein, alles gut. Schnell nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Und jetzt verkämpfe ich hier kurz schon ein Schwert, was da noch kommt. Okay. Dann einer von euch muss hier in den Hügel, bleib du hier. Falls die von unten kommen. Also die Snipen von drüben, also bleibt hier raus. Ihr habt den Hügel noch. Gut, es ist natürlich Camping, was du jetzt machst, aber kann auch taktisches Warten sein. Ich finde auch, dass es. Dazu schaut ihr am besten mein letztes Video an zum Thema Campen. So, jetzt du rein in den Hügel, die 7 Sekunden. Sie halten den Hügel. 3, 2, 1 und dann sofort wieder raus und nach unten hin. Und jetzt dann links rum. Also jetzt hier jetzt rechts quasi. Und dann gleich in der BR Granate hoch. Ah ne, dein Hügel! Nee, ist deine eigene. Du hast gesagt Granate hoch. Ja, falls da jemand anders rein ist. Ja, aber dann, wenn du siehst, dass es rot ist, dann ist das gut. Denk dran, dass du jetzt Düsen hast. Ja, ich würde jetzt nicht zu dritt hinstehen. Geh du mal nach links. Warum? Ich hab das Schwert. Sind die hier schon enger Raum? Ja, wenn sie von oben kommen. Wie sollen sie denn hier von oben kommen? Du kannst dann da oben in das Gebäude rein, dann hier gleich rechts runter droppen. Ja. Oh, der haut dich. Der mag dich nicht. Der mag dich nicht. So. Was ist da los, Basti? Die Gegner. Wo sind die Gegner? Die sind zu schlecht für mich. Ich bin zu gut für dieses Spiel. Das ist einfach so. Da ist schon noch ein Gegner. Steht kurz bevor. Sehr schade. Ja. Schade, ja. Boah, ich hätte euch gern gezeigt, dass ich hier übel tierisch abgehen kann. Ich würde jetzt noch gern wissen, was ich hätte machen müssen, wenn du verloren hättest. Basti. Wuhu. Kuckucks. Hallo. Hey. Willst du mich verarschen, hä? Willst du mich verarschen, du Bengel, hä? Boom. Oh, schade. Oh Mann, oh Mann. Cool, also. Ich war 1 Minute 50 im Hügel, ich war wohl der Beste vom ganzen Team, oder? Ja, das war auch deine Aufgabe, ne? Objective-Spieler, Mainstayer bist du ja nicht. Ne? Da gab's wieder richtig, Jungs. Aber was hätte ich jetzt machen müssen, wenn du verloren hättest? Nackt den Teich springen. Super, und das hätte ich dann auch mal gefilmt. Ja, natürlich hätte ich es gefilmt. Tja, und wie waren meine Tipps diesmal? Ich habe eigentlich relativ wenig gehört. Bei der Headset auf, also. Hör mal genauer hin. Nein.
Also gut. Ja, keine negative KD, immerhin. Also gut. Tschüssikowski.